dann machen wir zusammen einfach was Geiles daraus. Also das war bis jetzt jedes Mal so, das war beim Lager so. Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Craft Attack. Und das wird meine letzte Folge vor Weihnachten und für die Weihnachtstage sein, denn ich werde die nächsten Tage bei meiner Familie verbringen. Und ich möchte heute so ein paar Infos raushauen an euch und ein bisschen was erzählen und einfach mal ein bisschen quatschen, denn ich glaube, es ist dringend nötig, dass ich euch einfach mal ein bisschen up-to-date bringe, aber natürlich im positiven Sinne. Also jetzt denkt nicht, ja, ist irgendwie wieder was Arges im Busch oder so, keine Panik. Ich möchte einfach ein bisschen aufklären, weil es waren einfach für mich sehr, sehr anstrengende Wochen. Jetzt ist es klar, Leute, stellt euch mal vor, ihr zieht einfach um und müsst einfach woanders hin und beziehungsweise ihr müsst ja nicht woanders, ich muss ja nirgendwo anders hin, sondern ich bin ja freiwillig nach Köln gezogen und es ist einfach so, dass ich jetzt nach Köln gezogen bin und dass sich dadurch natürlich viel bei mir verändert hat und dass das Ganze natürlich auch eine ganz schöne Menge Zeit in Anspruch genommen hat und deswegen habe ich einfach leider ist alles nicht so geschafft, wie ich es wollte. Bevor ich hier halt nach Köln gezogen bin, ging alles mega steil bergauf, also ich hatte ja teilweise Videos mit über 70.000 Videoaufrufen, was einfach nur mega krass ist und jetzt momentan sind die Video-Views nicht mehr so stark, aber das interessiert mich eigentlich auch ehrlich gesagt nicht. Ich habe ja auch, und beziehungsweise sagen wir es mal so, ich kann das Ganze ja auch begründen, weil ich ja auch einfach sage, ich bin umgezogen und klar kam dann weniger Content und natürlich konnte ich mich nicht so darauf konzentrieren, wie ich das doch eigentlich machen will. Und deswegen möchte ich einfach mit euch ein bisschen reden. So, warte mal. Frohe Weihnachten, Kunga, liebe Grüße Zinus. Frohe Weihnachten, Zander, liebe Grüße Zinus. Frohe Weihnachten, Kunga, Zi von Klim. Und frohe Weihnachten, Zanderino von Klim. Alles klar, okay, wir haben hier 4 Kisten. 4 Weihnachtsgeschenke, die wir heute schon öffnen können? Ich weiß ja nicht, ob ich das machen möchte. Die öffnen wir gleich mal. Ich schau mal gleich rein. Ich habe schon so ein bisschen Angst, ob das eine Trap Chest ist. Ich guck mal ganz kurz rein. Das sieht nicht nach einer Trap Chest aus. Das auch nicht. Das auch nicht. Obwohl, man kann ja nie wissen. Ah, ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Meine Freunde, ich lass mich doch nicht veräppeln. Was ist das denn? Hier geht eine Redstone-Leitung lang. Warte mal. Ich weiß ja nicht, ob das so cool ist, ob ich das hier kaputt machen soll oder nicht. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass ich hier irgendwie TNT in die Luft jage oder sowas. Weil da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Warte mal, wir gehen mal ganz kurz hier hoch. Das sieht so aus, als würde die Redstone-Leitung direkt zum Kunga führen. Vorher erst noch ein Steak. Und ich möchte euch, wie gesagt, updaten, Leute. Das ist mir wichtig. Das heißt, ich werde auf jeden Fall gleich noch ein paar Infos raushauen, wie es die nächsten Tage weitergeht. Was ist denn hier los? Das kann doch gar nicht sein. Okay, pass auf, wir machen das folgendermaßen. Ich werde gleich diese Chest einfach mal öffnen. Und dann werden wir schauen, was passiert. Ich weiß auf jeden Fall, dass es nichts Gutes sein wird, weil hier ist eine Redstone-Leitung, aber ich habe jetzt keinen Bock, alles abzubauen. Und ich vertraue dem Klim einfach mal, dass es nichts allzu Schlimmes sein wird, beziehungsweise keine Sprengung sein wird, weil das ja ziemlich, ziemlich übel. Aber, wie gesagt, wir werden schauen. Aber bevor ich das jetzt mache, möchte ich ganz kurz mit euch über Craft Attack sprechen. Also, es ist ja so, dass Skyworld jetzt gestartet ist und Craft Attack jetzt von vielen Leuten gar nicht mehr so aktiv gebracht wird. Aber keine Panik, Leute, Craft Attack ist nicht vorbei. Zumindest nicht für mich. Das hatte ich in einem der letzten Videos schon gesagt. Und der Gamer Sam und ich, wir wollen auf jeden Fall Gas geben. Und es wird ja auch einen 24-Stunden-Stream bald geben. Und da werde ich auch hier in Craft Attack natürlich weitermachen. Und wir werden auf jeden Fall weiter am Haus bauen. Weil ich fände es schade, wenn ich das Ganze, was wir jetzt hier gebaut haben, einfach so vernachlässigen würde und alles einfach gar nicht mehr weiterkommen würde. Und ich möchte auf jeden Fall das Ganze weiterführen. Ich werde mir dann anschauen, wie sich dieses Projekt entwickelt, weil wenn die Leute jetzt wirklich gar nicht mehr spielen und gar keiner mehr am Start ist, dann würde ich mich ziemlich darüber ärgern, sagen wir es mal so, ärgern, denn es wäre, ganz kurz, bin im Bett, denn es wäre ziemlich schade um das Projekt, einfach nur wegen der ganzen Arbeit und wegen dem ganzen Fortschritt, den wir schon gemacht haben und so weiter und so fort, und ich fände das wirklich richtig, richtig traurig, und da werde ich dann entscheiden, je nachdem, wenn wirklich die Leute einfach gar nicht mehr am Start sind und sich wirklich gar keiner mehr für das Projekt interessiert, ob ich dann einfach eventuell in einer kleineren Gruppe noch ein kleineres Projekt starte, wo ich dann wirklich weiß, okay, die Leute ziehen das dann auch bis zum Ende durch. Ich habe mir die letzten Craft Attack Projekte eigentlich immer vorzeitig beendet, aber das hat ja immer viele verschiedene Gründe gehabt. In den meisten Fällen war es einfach so, weil jedes Projekt einfach im Endeffekt viel zu schnell. Ah, jetzt hat's geklappt. Okay. Weil einfach jedes Projekt viel zu schnell immer eskaliert ist und immer in Sprengungen geendet hat und so weiter und so fort. Und da habe ich einfach keine Lust. Klar, man kann ein bisschen trollen. Klar, man kann ein bisschen was, man kann sich ein bisschen ärgern, man kann sich auch mal töten und so. Aber das muss halt alles in einem gesunden Rahmen bleiben. Und das ist bei jedem Craft Attack bis jetzt eigentlich der Fall. Und das finde ich total geil. Und auch das, was jetzt mit dieser
Revolutionsgeschichte passiert. Ich glaube, das ist ja irgendwie sowas, so ein Riesenbauprojekt. Ich habe da noch nicht so zu 100% irgendwas mitbekommen. Das finde ich auch total cool. Das ist auch eine gute Idee, da einfach mal zu sagen, okay, komm, scheiß drauf. Anstatt jedes Mal Krieg und Hass und was weiß ich irgendwas zu sehen, gehen wir einfach mal hin und fangen ein großes Bauprojekt an. Ich finde es schade, dass es halt außerhalb von unserer Stadt ist, weil eigentlich ist ja Craft Attack immer eine große Stadt, eine große Gemeinde. Und deswegen fand ich es immer ganz cool, dass wir alles zusammen gemacht haben. Aber dieses Mal ist es halt einfach so, dass dieses Projekt ein bisschen außerhalb ist. Deswegen werde ich mich daran erstmal nicht beteiligen, aber vielleicht dann im späteren Verlauf. Müssen wir einfach mal schauen. So, das erstmal dazu. Das heißt, Craft Attack ist nicht vorbei. Wir werden auf jeden Fall unser Gebäude weiterbauen, weil ich habe eine mega geile Idee, wie wir dieses Haus bauen können und wie wir das auch über mehrere Etagen geil bauen können. Ich weiß nicht, ob das zu 100% so geil aussieht, aber ich mache das einfach so wie beim Schwimmbad. Ich fange einfach an, das Ganze zu bauen und dann schaue ich einfach mal, in welche Richtung sich das entwickelt und dann machen wir zusammen einfach was Geiles daraus. Also das war bis jetzt jedes Mal so. Das war beim Lager so. Alter. Das war aber ein richtig krasser Troll. Holy shit. Na, erschreckt? Ich warte auf eine Antwort, Early. Alter, was war das denn? Alter! Was war das denn? Ey, das hat der ja mal richtig geil gemacht. Okay, also, der hat anscheinend irgendwie TNT gezündet. Die sind dann da unten im Wasser explodiert. Und dann lagen hier einfach Items rum. Alter, was war das denn? Early Boy, der hat sich ja richtig Mühe gegeben. Leute, das schreit auf jeden Fall danach, dass nach dem Video könnt ihr auf jeden Fall mal gerne rübergehen zum Early Boy, die Folge abchecken und dann Props da lassen. Weil das war wirklich geil. Ich hatte gerade einen richtigen Köttel in der Hose hängen und hab gedacht, Alter, irgendjemand hat mein Lager gesprengt. Und ich wollte gerade sagen, das war beim Lager genau das gleiche. Wir haben angefangen, haben irgendwas gebaut und dann hat sich das alles so entwickelt und das in eine sehr, sehr positive Richtung. Ich glaube sogar, dass die Items wirklich aus den Kisten gefallen sind, aber sind wir mal ganz ehrlich, das ist nicht wirklich schlimm. Also ich fand den Troll wirklich nice. Alter Schwede, da hat sich wirklich der Early Boy wirklich was einfallen lassen. Fand ich richtig nice jetzt. Ich habe wirklich richtig Schiss gehabt, dass jetzt mein Lager explodiert, weil ich bin ja auch direkt wieder rausgelaufen und stand draußen, als es geknallt hat. Oh, nice. Auf jeden Fall richtig geil. Und ja, wir haben hier noch einen Troll, der jetzt gleich irgendwie aktiviert wird. Da bin ich auch mal gespannt, was da passieren wird. Aber, was ich jetzt wie gesagt noch sagen wollte. Es ist so, ich bin nach Köln gezogen. Ich höre mal ganz kurz auf zu spielen und versuche euch das mal ganz kurz zu erklären, damit ich einfach nicht die ganze Zeit abgelenkt bin. Es ist so, ich bin jetzt nach Köln gezogen und das habe ich ja nicht gemacht, um irgendwie jetzt weniger Videos oder weniger Livestreams zu machen, sondern ich bin hier hingezogen, um mich im Jahr 2018 wirklich voll und ganz auf YouTube und Twitch zu konzentrieren. Ich möchte wirklich jetzt versuchen, alles zu geben und wirklich nur noch Videos zu machen und Livestreams zu machen und natürlich auch irgendwie mein Real Life irgendwie noch ein bisschen zu genießen. Und deswegen bin ich hier nach Köln gezogen, um wirklich mit den Menschen, mit denen ich das Ganze hier seit Jahren schon zusammen mache, einfach mehr Kontakt zu haben und mehr Möglichkeiten zu haben, geilere Events zu planen, geilere Streams zu machen, geilere Projekte auf YouTube zu machen und natürlich geilere Videos zu machen. Und deswegen bin ich nach Köln gezogen. Jetzt war es in den letzten Tagen einfach so, dass ich wenig Videos gebracht habe, ich konnte wenig streamen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich keinen Bock habe oder so, sondern das hat einfach was damit zu tun, dass ich einfach nicht die Möglichkeiten habe, das Ganze so auszubauen, wie ich das gerade möchte, weil ich einfach keine Zeit hatte. Das hat natürlich mit dem Umzug zu tun gehabt. Jetzt kommt Weihnachten, das heißt, ich bin jetzt am 24., 25., 26. und am 27. bei meiner Familie. Am 27. werde ich abends wieder hier in Köln sein. Ich weiß aber nicht, ob ich am 27. direkt streamen werde. Oder ob ich am 27. dann hier noch ein bisschen was in der Wohnung mache, was ich eher denke. Und dann müssen wir einfach mal schauen. Vielleicht mache ich sogar am 28. noch was in der Wohnung, weil ich habe zum Beispiel einige Schränke immer noch nicht komplett aufgebaut. Und ich würde das eigentlich gerne mal abschließen und dann wirklich richtig geil ins Jahr 2018 starten können. Das heißt, ich habe für heute dieses Video vorbereitet. Für morgen gibt es ein Fortnite-Video. Dann gibt es, nee, gar nicht, für morgen gibt es ein Twitch-Special-Video. Dann kommt ein Fortnite-Video,
Dann kommt noch ein Video, was ich mit meinem Handy aufnehmen werde aus Wesel, aus meiner Heimatstadt. Vielleicht auch mit einer Kamera, da muss ich mal schauen. Aber ich kann das Ganze nicht wirklich schneiden. Ich möchte einfach nur so ein paar Sachen noch erzählen und so ein paar Leute grüßen. Und dann wird noch ein Fortnite-Video kommen und dann bin ich schon wieder da. Das heißt, die nächsten Tage habe ich so ein bisschen Videos vorbereitet. Ich habe ein bisschen mit Dena vorproduziert auf seinem Kanal. Deswegen habe ich gestern den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als aufzunehmen und dann den Livestream zu machen. Und im Endeffekt habe ich dann einmal super wenig für mich selber geschafft, weil ich einfach auch in Projekte wie Craft Attack Zeit investieren muss, um ein vernünftiges Video zu haben. Also sowas wie jetzt, das habe ich ja eigentlich bis jetzt, glaube ich, nur zweimal gemacht, dass ich wirklich so eine reine Laberfolge hatte. Aber ich bin halt jemand, der eigentlich eher Fortschritt machen möchte. Und dementsprechend möchte ich euch an dieser Stelle einfach informieren, dass die nächsten Tage halt noch weniger kommen, ne? Damit ihr einfach mal Bescheid wisst. So, aber jetzt gucken wir uns mal unsere Geschenke an. Hui, schön. So, was haben wir hier? Dauerkarte zu. Okay. Eine Dauerkarte für den Craft Attack Zoo. Zoo-Koordinaten gültig ab dem 24.12. Okay, nice. Das ist natürlich cool. Wir haben eine Dauerkarte am Start. Das ist schon mal nice. Dann haben wir ein bisschen Eisen bekommen. Ein paar Melonen haben wir auch am Start. Dann haben wir hier nochmal Diamanten. Aber die sind ja gar nicht von mir. Die lassen wir mal schön drin liegen, weil die sind nämlich für Zander. Ja, geil. Okay, dann habe ich die Truhe von Kunga genommen und die ist... Scheiße. Okay, warte mal. Wir bauen ganz kurz das Schild hier ab. Und dann setzen wir das so wieder hin. Und schreiben da einfach Kunga drauf. So, was hat er geschrieben? Frohe Weihnachten, Kunga, liebe Sinus. Dann machen wir das einfach mal. Frohe Weihnachten, Kunga, liebe Grüße, Sinus. So, bam. So, dann bauen wir die Kiste ab, weil ich habe die falsche Kiste hier abgebaut. Auch nicht schlecht. Und dann schauen wir mal in diese Kiste rein. Und zwar ist die von Klim. Diamant. Block of Gold, Lapis Lazuli. Auch nicht schlecht. Hä? Die wird gar nicht aktiviert? Auch nicht schlecht. Das war so. Mein Craft Attack ist mal so paranoid, dass man denkt, dass jede Kiste eine Trap Chest sein kann. Und dann war da einfach eine Redstone-Leitung drunter. Aber die ist von irgendetwas anderem. Die ist von irgendetwas anderem. Aber wovon? Wovon ist denn bitte diese Redstone-Leitung? Hä? Das ergibt gar keinen Sinn. Ist da noch ein Troll im Gange? Ist da noch ein Troll im Gange? Ich guck mal ganz kurz beim Kunga, ob hier irgendwas steht. Der Kunga hat auch momentan unglaublich viel zu tun gehabt mit der Uni. Und der möchte auch wesentlich mehr machen. Das ist auch richtig krass. Okay, Leute, ich habe echt keine Ahnung, was hier los ist. Ich lasse es einfach mal so und wir bauen es gleich einfach mal wieder hier schön zu. Hä, hey, aber wo ist denn das ganze Dirt, der ganze Dirt hin, den ich im Inventar hatte? Ich müsste doch eigentlich wesentlich mehr Dirt haben. Jetzt weiß ich aber gar nicht, was lag denn in der Kiste überhaupt drin? Lapis Lazuli, Gold und ein Diamant. Oh, aber süß, aber süß. Ein kleines Geschenk ist immer schön. Es geht ja eher um die Geste. Ich habe für niemanden etwas. Aber es geht ja, wie gesagt, mehr um die Geste und nicht um die Menge oder um den Inhalt. So, okay, Leute, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich aufnehme. Ich glaube, irgendwie so knappe 10 Minuten oder so. Mir geht es aber, wie gesagt, in diesem Video eher um die Kernmessage. Wie gesagt, ich habe mega Bock, ich bin mega motiviert. Ich habe richtig, richtig Lust, jetzt auf YouTube Gas zu geben. Ich habe richtig Lust, auf Twitch Gas zu geben. Ich will Livestreams machen. Ich werde meinen Fokus im Jahr 2018 auf Livestreams legen. Ich möchte coole Events im Livestreaming-Bereich machen. Aber ich möchte auch schauen, dass ich einfach das ein oder andere coole Video am Start habe und das natürlich auch regelmäßig. Also ich versuche auf jeden Fall Daily Videos zu bringen und Daily Content auf YouTube zu haben, damit ihr natürlich hier auch auf YouTube nicht zu kurz kommt. Und ich werde mir da auch hier auf jeden Fall was für einfallen lassen. Aber wie gesagt, das dauert jetzt einfach bis Neujahr. 2018 geht es dann wirklich los. 2018 möchte ich dann wirklich eskalieren und wirklich Gas geben, auch mit dem Gamerstam zusammen in allen möglichen Projekten. Vielleicht auch mal ein neues Projekt starten, vielleicht machen wir auch ein Dena-Zusammenprojekt, was dann auf meinem Kanal kommt. Ich weiß es noch nicht. Ich habe da so die ein oder andere Idee, was ich auf jeden Fall in Zukunft noch machen möchte. Und ja, ich sage an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich entschuldige mich dafür, dass ich heute einfach wirklich nichts in dem Video gemacht habe, außer ein bisschen zu labern. Ich hoffe trotzdem, dass euch das Video irgendwie gefallen hat und dass euch die Kernmessage gefallen hat. Darum ging es einfach in dem Video. Ich wollte das einfach aufnehmen, damit ihr einfach informiert seid, damit ihr Bescheid wisst, weil ich möchte euch nicht im Dunkeln tappen lassen. Und dementsprechend sage ich an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen. Ich wünsche euch und eurer
Familie. Auf jeden Fall schöne Weihnachtstage, Leute. Genießt die Zeit. Macht was draus und vergesst bitte nicht, Weihnachten soll eine besinnliche Zeit sein, also versucht einfach mal darauf zu scheißen, sag ich mal, wenn es einfach mal ein bisschen stressiger wird oder euch irgendjemand aus der Familie mal nervt, versucht mal ein Auge zuzudrücken und versucht einfach die Zeit zu genießen, weil es ist einfach Weihnachten, Leute. Und Weihnachten ist, das habe ich gestern in meinem Livestream schon gesagt, zwar leider sehr kommerzialisiert, aber trotzdem kann man Weihnachten auch zu einer sehr, sehr schönen Zeit werden lassen, indem man einfach die Zeit versucht, mit seiner Familie so gut es geht zu genießen. Und das sollte man auch einfach mal versuchen zu machen, weil die Familie ist das Wichtigste, meiner Meinung nach, im Leben und wichtiger als Geld und alles andere. Und dementsprechend versucht die Zeit einfach zu genießen. Habt eine schöne Zeit, die wünsche ich euch auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann nach Weihnachten wieder mit neuen Videos, beziehungsweise nicht mit neuen Videos, sondern mit aktuellen Videos, sage ich mal, weil die nächsten Videos werden auf jeden Fall, die sind vorproduziert, sind aber auf jeden Fall nice. Könnt ihr euch auf jeden Fall geben. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr reinschaut, und damit würde ich sagen, bis nach Weihnachten. Schöne Weihnachtstage. Haut rein. Ciao.